Also so erlebt man auch vieles, wo man also die Ohren mit den Ohren schlackert als MS-kranker Mensch. Ich habe hier geschrieben, man müsste mir mal einen kleinen Bautrupp an die Seite stellen und mir die volle Kompetenz geben über diese 10 Leute, die in dem Bautrupp sind. Ich würde hier auf der Straße mal ein bisschen Ordnung machen. Es wäre gar nicht so schwer. Ich würde gerne eine Brücke bauen zwischen Menschen, die krank sind, und den anderen und was erzählen aus der Welt derer, die krank sind. Es ist nämlich in eine andere Welt. Da hat man andere Sorgen. Ich glaube, die Gedankenlosigkeit der Leute ist es gar nicht. Also ich merke es an meinen Freunden, die sind nicht gedankenlos. Die sehen das auch, aber viele Dinge wissen die gar nicht. Wenn ich dann geschrieben habe, wie es bei mir morgens abläuft mit den Krämpfen und Pipapo, dann sagen meine Freunde zu mir, das haben wir ja gar nicht gewusst. Selbst Leute, mit denen ich ständig zu tun habe, mit denen ich Doppelkopf spiele, mit denen ich Ausflüge mache, die sagen zu mir, das habe ich alles gar nicht gewusst. Und das war das, was ich wollte. Ich wollte erzählen aus dieser Welt der MS-Kranken. Geht nämlich ganz anders. Da spielt das an den Rand gedrückt eine Rolle, aber es ist auch bei manchem das Ausgeschlossensein. Und es ist einfach ein völlig anderes Erleben der Welt. Ich habe das beschrieben in dem Kapitel über das Theater. Für MS-Kranke oder Rollstuhlfahrer sieht die Welt im Theater anders aus. Da gehen wir rein und da müssen wir aussteigen vor der Tür und da braust der Verkehr vorbei und dann müssen sie mit dem rumpeligen Aufzug hochfahren, wo sie kaum reinpassen. Es ist scheußlich. Und dann müssen sie ganz hinten sitzen, weil andere Plätze gibt es nicht. Da denke ich, okay, Echt nicht man wirklich. hat sich daran gewöhnt, dass man eigentlich an vielem nicht teilnehmen kann, dass man an vielem nicht mitmachen kann. Es ist halt so. Dass ich in viele Kneipen nicht rein kann, ist halt so. Das ist überall eine Stufe. Das merkt noch nicht mal jemand. Als ich mit meinem Sohn in Freiburg in der Kneipe war, da war das Klo im Keller. Da konnte ich gerade noch so runterkommen, da konnte ich noch ein bisschen laufen. Und dann hat der hinterher zu mir gesagt, das hat überhaupt noch keiner von uns gemerkt, dass das Klo im Keller ist. Also nimmt man viele Sachen nicht wahr und das war auch das Anliegen des Buches, darauf das Augenmerk zu lenken, auf die Sachen, die andere Menschen gar nicht wahrnehmen, weil diese Situation nicht haben. Ich glaube, dass alle, die nicht ins Bild passen, an den Rand gedrängt werden. Und das werden alle, die krank sind, an den Rand gedrängt. Und es werden alle an den Rand gedrängt, die arm sind, die ein Problem haben, die nicht stromlinienförmig mitschwimmen können.